herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kanal. Und zwar Venice Part 3. Ja, ich habe jetzt diese zwei Videos, die ich im Vlog erwähnt habe, zusammengeschnitten zu einem, weil sonst wäre das wahrscheinlich ein 4-Minuten-Video, vielleicht das andere vielleicht so eine Minute oder so. Und ich möchte jetzt nicht wirklich einen Part hochladen, der nur einfach wirklich nur eine Minute drin ist. Ich habe ja mir ein paar Bücher wieder geholt. Und ich leide gerade ein bisschen am Essen. Der Marktplatz, der blüht jetzt ein bisschen auf. Man ist noch fast nichts da, aber wenigstens etwas. Ja, also, ja. Aber es gibt jetzt noch gleich was über die Story. Werde ich gleich euch wieder verlassen mit der Story. Wir sagen, ja. Ansonsten gibt es jetzt nichts Neues. Das Buch gucke ich mir dann in der Story an jetzt hier. Und dann sagen, ja. Hier ist jetzt der Storypart. Wie sieht's heute aus? Das muss ich auch noch meinen Keller ausbauen. Da muss ich noch mal irgendwann in die Hölle reingehen. Ich musste irgendwo mal so einen Block platzieren. Es wäre, glaube ich, ganz klug, wenn ich die Kiste hier abbauen würde. Der Marktplatz, der blüht auch schon auf. Guten Tag. Fantastic. Was ist denn da in der Hand? Essen. Schmeckt ausgezeichnet. Was haben wir denn eigentlich in der Zeitung? Zeitung von Herr Dentax, okay. Freut mich zu hören, Rezept von Großvater. Oh. Familiengericht anscheinend, okay. Setzen wir uns mal hier hin und was sagt die Zeitung? Liebe Bürger dieser Stadt, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich zukünftig als Redakteur agieren werde. Wenn Sie eine wichtige oder spannende Story haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Das Buch, das will man direkt hier speichern. So. Werde ich schauen, ob ich irgendwie eine spannende Story habe. Jetzt will ich mal auf die Suche machen, endlich. Mit Ihnen wieder zu kommunizieren. Diese Person namens You Win, You Win, I Lose, hat mir diesen Brief hier reingetan und das habe ich direkt bemerkt, weil er direkt an der Kiste war und wollte mir jetzt vertuschen. Und hier steht sinnlos. Ein komisches Wort ist es, sinnlos von etwas zu reden, ohne den Sinn des anderen zu verstehen. Oder ist das sinnlos, der etwas Sinnloser erzählt und darüber bewertet? Sinnlos ein komisches Wort. Sinnlos ist diese Welt, dieser Glaube, diese Bewohner, dieser Empfang. Sinnlos bin ich nicht und sie nicht für mich. Warten Sie auf weiteres. Arus. Aber wissen Sie, wer Arus ist? Kann es sein, dass eine religiöse Gruppe so heißt? Oder nur ein Deckname? Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Und wie kommen Sie darauf, dass ich was damit zu tun habe? Wie gesagt, ich habe nicht geschaut. Ich stand nur da und beobachtete den See, der neben eurem Haus ist. Ich wollte daraufhin zu Dentax, da er aber nicht da ist, habe ich mir gesagt, dass ich mal unsere Landschaft beobachte, ich das noch kann. Wieder ein bisschen von Story. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es dann wieder zu dem anderen reingetan, zu dem anderen Part. Muss ich kurz aufnehmen, weil es spontan passiert ist und ich damit nicht gerechnet habe, weil ich wollte eigentlich noch die Netherracks holen für den Keller. Aber ja, der Story-Part, dass You Win or Lose behauptet, ich sei der dunkle Priester, beziehungsweise ich habe den Brief in seinen Briefkasten gelegt
und dass ich denke, dass you win, I lose, die, diese Person ist wahrscheinlich sogar Gruppe mehr oder weniger, das wird sogar passen. Ah, naja, ich packe das mal in die Kiste der wichtigen Sachen und wir sagen, ja, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, aber wenn ihr auf keinen Fall seid, mehr von uns, bis zum nächsten Mal und ciao.